Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Arnulf Rating mit seinem Programm Akut. Kabarett mit 5 Figuren. Erleben Sie von links nach rechts Schwester Hedwig, den Journalisten Karl-Heinz Stange, den Head of Facility Manager Kalle Kalkowski, den Investor Guido Greuel und natürlich Arnulf Rating. Live aus Berlin. Schönen guten Abend. Ach, das ist ja schön. Ich sage Ihnen, das ist heute der letzte Abend. Ja, morgen kommen hier Flüchtlinge rein. Er tut mir so leid, aber das ist alles schon organisiert, ja? Morgen kommt Til Schweiger und der kümmert sich um Flüchtlinge. Da tut mir so leid, dass die Kultur hier raus muss und stattdessen Til Schweiger kommt. Wir sagen, die Flüchtlingskrise ist unsere große Chance. Das ist ein kräftiger, belebender Schub zur Belebung der Immobilienbranche. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wird die Flüchtlingsflut am Ende des Tages gutes Geld in unsere Kassen spülen. Und deswegen sage ich aus vollem Herzen, Refugees welcome. Ganze Scheiß hier, hab die Schnauze voll, ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ja, ich habe mein Leben lang gearbeitet, aber richtig, nicht wie du als Lehrer oder was. Da kann ich auch, ja. Einen halben Tag recht haben, die restliche Hälfte vom Tag frei. Unser Bundespräsident ist ein Pfarrer aus Rostock. Unsere Bundeskanzlerin ist eine gelernte Pfarrerstochter aus Brandenburg, aus Templin. Nicht, wir sind quasi ein Gottesstaat. Ja. Wir sind ein Gottesstaat, das ist eine Erkenntnis von dem Kollegen Jess Jochimsen, aber ich habe das überprüft, das stimmt. Wir sind ein Gottesstaat mit Predigern aus dem Nahen Osten. Wir haben es alle am Kreuz. 85% der Deutschen haben Probleme mit dem Rückgrat. Wir sind ein Volk ohne Rückgrat. Wir brauchen Ärzte, wir brauchen Pflegekräfte. Und jetzt kommen welche, jetzt haben die falsche Farbe. Wir zahlen hier Steuern wie bekloppt, du da auch, oder? Ich denke manchmal, ich wäre besser ein Hund, weißt du? Ja, da wird jemand anders für mich die Steuern zahlen. Ne? Da muss ganz anders laufen. Pass auf, die Griechen müssen uns Experten schicken, bei uns nach dem Finanzamt, die denen beibringen, wie die das machen, dass die keine Steuern zahlen. Verstehst du? Herbert Wehner, der hatte mal ganz klar gesagt, wie Politik funktioniert. Der hat gesagt, der Wähler legitimiert mit seiner Wahl die Entscheidungen, die anschließend gegen ihn unternommen werden. Ja, und da ist mir klar geworden, wie Politik funktioniert. Politik ist die Kunst, den Wähler so langsam oder so schnell über den Tisch zu ziehen, dass die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme rüberkommt. Wir sind ein Einwanderungsland. Da kommt es nicht darauf an, wer zuerst da war. Da kommt es darauf an, wer was leistet. Die USA, das ist das größte Einwanderungsland überhaupt. Das müssen wir uns zum Vorbild nehmen. Da durften die Indianer auch nicht bleiben, wo sie waren. Die wurden nachher in Reservate zusammengepfercht. Das können wir mit den Sachsen doch auch machen. Ja. Erzähl mir doch nichts von Überfremdung. Ja, hier sind doch jahrhundertelang die Völker durchmarschiert. Die Franzosen, die Hugenotten, die Polen, die Ostpreußen, die Slawen. Da ist eine einmalige Mischung entstanden. Guck dich doch hier im Saal um. Ja, das ist so eine weltweit einmalige Mischung. Okay, ich meine, sowas ist schwer zu integrieren, ja. Ich meine, das weiß doch jede Frau, wie schwer das ist, so einen Kerl zu integrieren und an die Sitten und Gebräuche der Zivilisation anzupassen, oder? Du denkst doch auch, dein Kerl ist blöd wie ein Stuhl, oder? Hat aber nur zwei Beine. Diese Drohnen, die Weiterentwicklung von Hitlers V1 in Ramstein, in Rheinland-Pfalz, da ist das Zentrum. Da können Sie den Antennenwald sehen. Von dort aus erfahren alle Drohnen, die da eingesetzt werden, ihre Steuerungssignale. Von den USA aus würde es gar nicht gehen wegen der Erdkrümmung. Von Ramstein geht ein Glasfaserkabel in die USA. Und da sitzt dann der Drohnenpilot im Warmen und Trockenen. Vor sich auf dem Schreibtisch im Goldrahmen ein Bild von seinen Liebsten. Dann lehnt er sich im Drehsessel zurück. In der einen Hand hat er den Coffee to go und in der anderen Hand den Joystick. Der heißt wirklich so. Und so wird die Liste abgearbeitet, die auch deutsche Dienste für ihn erstellt haben. Und dann kommen die Menschen mit dem Bild von Mutti und fliehen ins Mutterland des Drohnenkrieges. Warum lassen wir das zu? Wo wir gesagt haben, von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Davor warne ich. Ja, das führt zu Risiken und Nebenwirkungen, das haben wir irgendwann nicht mehr im Griff. Wissen Sie, das ist ja das Theater, da hat das angefangen, seitdem die Lobbyisten das durchgesetzt haben, dass in jeder Werbung und auf jeder Packung draufsteht, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die beiden dürfen Sie doch nicht fragen, die leben davon, die schreiben uns immer was Neues auf. Ja, das ist doch das, ne? Weil das Geld nicht reicht, Rentner muss als Osterhase arbeiten.
Da muss der für die Kleinen seine Eier verstecken. Also Leute, das geht nicht. Die Rentenkasse ist so knapp. Neulich im Oktober, Feuerbus, 41 Rentner tot, da waren wir betroffen. Aber schon 5 Tage später haben wir gerechnet und gejubelt. Größtes Rentenplus seit 22 Jahren. Leute, ja, das ist normal. Ja, Leute, also wenn das normal ist, dann frage ich mich, was ist verrückt? Ja, da kann ich nur sagen, Leute, wir brauchen ein paar wirklich verrückte Leute. Wir sehen ja, wohin uns die Normalen gebracht haben. Gute Nacht.